Hey Friends, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder mal ein Sit-Down-Video, weil sonst habe ich schon lange nicht mehr gedreht. Und ich habe mir vor kurzem ein iPad gekauft und schreibe jetzt, beziehungsweise arbeite jetzt damit seit ungefähr einer Woche. Und ich möchte euch so ein bisschen zeigen, was ich damit mache und wie ich mich organisiere, weil ich schon sehr, sehr viele Fragen dazu bekommen habe, ob es sich lohnt, warum ich jetzt trotzdem ein iPad geholt habe, obwohl ich gesagt habe, dass ich eigentlich keins brauche. Und ja, ich werde euch alles erzählen, wie ich mich für die Uni organisiere. Für die, die neu sind, ich studiere Jura in Paris. Also ich habe ein bisschen anderes System als die, die in Deutschland Jura studieren. Also bei mir ist es eher theoretisch und in Deutschland ist es eher fällebezogen. Auf jeden Fall, wie es bei uns auf der Uni ist, man sitzt, der Prof redet die ganze Zeit, es ist überall so. Aber wir bekommen theoretische, also bei fast keinem Profs, irgendwelche Folien, gar nichts. Das heißt, du sitzt da und du musst einfach versuchen, jedes einzelne Wort aufzuschreiben. Das mache ich auch. Wenn ich in Vorlesungen gehe, benutze ich dann einfach ganz normal mein MacBook. Ich kann euch das mal zeigen. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mir ein iPad hole. Bin aber jetzt sehr zufrieden damit, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber ich werde weiterhin mein MacBook für die Vorlesung benutzen. Ich habe das hier. Ich glaube, das ist ein... Warte, ich schaue jetzt einfach nach, weil ich bin mir nicht sicher. Okay, ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall ist das eines der neueren MacBooks, das mit der Touchbar. Touchbar braucht ihr absolut gar nicht. Ist wirklich, finde ich persönlich, unnützlich. Braucht ihr wirklich nicht. Also kauft euch lieber das günstigere Modell. Und genau, das habe ich mir im September gekauft. Da gab es halt im Apple Store Rabatte. Und das gibt es auch immer. Im September, Oktober gibt es immer Rabatte für Studenten. Das heißt, wenn ihr Schüler oder Student seid, wirklich, wenn ihr überlegt, euch ein MacBook zu holen oder ein iPad, wartet auf jeden Fall auf die Prozente, außer ihr braucht es jetzt dringend, weil 10% bei Apple ist wirklich sehr, sehr viel, weil wir wissen alle, wie teuer Apple-Produkte sind. Das heißt, ich habe hier meine verschiedenen Ordner für meine verschiedenen Fächer und da schreibe ich einfach halt normal mit. Und das sind so pro Vorlesung, also pro 3 Stunden sind das zwischen 15 und 20 Seiten, die ich so aufschreibe, manchmal 25, wenn der Prof sehr, sehr, sehr schnell redet. Und es ist einfach normal, ganz normal Text, Text, Text. Und da brauche ich auf jeden Fall kein iPad, weil ich da wirklich nur sitze und ich würde da auf keinen Fall nachkommen, wenn ich das auf der Hand schreiben würde auf dem iPad. Natürlich könnte ich mir beim iPad eine Tastatur holen und dann damit mitschreiben, aber ich weiß nicht, ob das so praktisch wäre, weil mir wäre das ein bisschen zu klein, um damit zu schreiben. Und falls man sich fragt, ist es jetzt ein Fehlkauf gewesen, das neue Laptop zu holen? Und nein, auf keinen Fall für mich, weil ich darauf auch schneide. Ich schreibe meine Arbeit nicht, ich muss sehr, sehr viele Arbeiten schreiben und da benutze ich einfach Microsoft. Natürlich könnt ihr auch Pages benutzen, aber ich komme mit Microsoft besser, also mit dem Office Package besser zurecht. Und ja, also da brauche ich auf jeden Fall einen Laptop. Wenn ihr in Frankreich studiert, würde ich sagen, ist es sehr schwer, ohne Laptop klarzukommen. Also ich mache da auch alle meine Recherchen drauf und deshalb würde ich auf mein MacBook nicht mehr verzichten. Ich habe mir da eine sehr, sehr, sehr gute Hülle gekauft. Ich gucke mal, ob ich die wiederfinde. Ich verlinke euch alles in die Infobox. Die verschiedenen Sachen, Informationen, Accessoires, die ich jetzt auch beim iPad zeige. Und ja, also das will ich auf jeden Fall nicht mehr missen. Allgemeiner Tipp, was ihr jetzt auch beim iPad sehen werdet, macht euch auf jeden Fall Cloud. Sei es jetzt OneDrive, glaube ich, ist von Google oder iCloud von Apple, macht euch auf jeden Fall eine iCloud. Ich benutze iCloud von Apple und ich zahle 1 € im Monat, aber ich bin mir sicher, dass meine Daten nicht verloren gehen, weil es kann immer mal geschehen, dass dein Laptop kaputt geht, geklaut wird, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, diese Daten sind sehr, sehr, sehr wichtig, deshalb macht euch auf jeden Fall eine Cloud. Also das würde ich sagen, ist das Wichtigste. Und was ich jetzt bei meinem MacBook gemacht habe, beim iPad nicht, werde ich euch auch nachher erklären, warum. Ich habe mir Apple Care gekauft, sprich 3-jährige Garantie drauf. Das heißt, ja, wenn irgendwas geschieht, wird Apple mir einen neuen Laptop geben. Also macht euch auf jeden Fall auch Apple Care. Kommen wir aber jetzt zu dem spannenden Teil, wo ihr alle nachgefragt habt, und zwar dem iPad. Das ist mein iPad. Ich habe da jetzt so einen Stifthalter für den Apple Pencil. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, wenn ihr so ein iPad für die Uni benutzen möchtet, dann ist ein Apple Pencil auf jeden Fall notwendig. Und dann ist das hier das iPad. Also ich habe das iPad 7. Generation, das neue, was halt kompatibel ist mit dem Stift, was sehr, sehr gut ist, weil das ist dieses Startermodell von Apple, extra für Schüler gedacht, weil es ist relativ günstig, also es ist wirklich viel günstiger als das Pro. Das hier, ich habe das mit 32 GB, kostet 389 Euro im Store und der Apple Pencil nochmal 100 Euro. Ich habe das iPad einer Zuschauerin abgekauft, weil ich auf Instagram gefragt habe, wie eure Erfahrung mit
iPads sind für die Uni und da hat sie mir geschrieben, ja, ich habe eins und ich habe jetzt beide Sachen mit den Hüllen für 400 Euro gekauft. Also ich habe so um die 100 Euro gespart. Das heißt, ja, also eigentlich ist das eine relativ, also der Preis ist, finde ich, also 400 Euro für ein iPad, finde ich, wirklich in Ordnung. Und wie gesagt, wenn ihr das im September mit Rabatten kauft, geht es auch klar. Und ich würde sagen, außer ihr malt jetzt sehr, sehr viel auf dem iPad, würde ich auf jeden Fall die siebte Generation kaufen oder falls irgendwann eine achte Generation drauf. Das Pro ist, finde ich, jetzt nicht notwendig. Es sieht viel, viel cooler aus, aber man braucht es nicht unbedingt. Kauft euch lieber das hier mit mehr Speicher, wenn ihr nur Zusammenfassungen oder so schreiben möchtet. Ich mache jetzt eine Bildschirmaufnahme auf und zeige euch jetzt, was ich alles auf meinem iPad habe. Übrigens, die Hülle des iPad werde ich euch alles in die Infobox verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Das ist so eine magnetische Hülle, die hat auch meine Zuschauerin damals selbst gekauft gehabt. Also habe ich jetzt nicht selbst gekauft, habe ich von ihr abgekauft. Bin sehr, sehr zufrieden damit. Ja, kann man halt auch so aufstellen, damit man halt irgendwie Netflix oder so gucken kann, wenn man möchte. So, wie ihr seht, sind wir hier auf dem Startbildschirm. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwelche Fotos oder so drauf. Also ihr seht hier auf der Seite, wie viel Prozent mein Apple Pencil hat und wie viel Prozent das iPad hat. Und den Apple Pencil könnt ihr ja ganz einfach auf dem iPad aufladen. Also hier unten das einfach so hin tun. Dann habe ich hier halt einfach die ganz normalen von Apple. Ich habe mir Netflix runtergeladen und YouTube, aber das habe ich jetzt eher für unterwegs oder halt, wenn ich arbeite. Ich werde nämlich auch meine Thumbnails auf dem iPad machen, was halt mega praktisch ist. Dann habe ich jetzt hier GoodNotes. Ich habe mich für GoodNotes entschieden, weil die meisten von euch einfach gesagt haben, kauft ihr GoodNotes? Ja, GoodNotes ist richtig praktisch. Und ich weiß, dass viele zwischen GoodNotes und Notability schwanken. Ich persönlich habe mich jetzt für GoodNotes entschieden. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Also ich bin sehr zufrieden damit. Dann habe ich hier bei GoodNotes habe ich jetzt drei Ordner. Einmal YouTube, habe ich jetzt nur Videoideen drauf. Dann Planning. Da habe ich Monthly Planner, Zeitplan und ich möchte auch meine Finanzen drauf machen. Und ihr könnt da auch To-Do-Listen drauf machen, wenn ihr möchtet. Ich zeige euch mal meinen Monthly Planner. Diese Vorlage habe ich nicht gekauft, die gab es einfach bei GoodNotes dabei. Aber ihr könnt euch sehr, sehr viele Vorlagen bei Etsy runterladen, sehr schöne. Aber ja, brauche ich nicht. Sonst habe ich mir halt einfach hier alles ein bisschen aufgeschrieben. Da habe ich mir aufgeschrieben, wo Ferien sind, wo ich so einen Trip mache. Also ich gehe Skifahren und ja. Ich habe da einfach so einen Monthly Planner, da steht jetzt noch nicht wirklich viel drin. Dann habe ich meinen Zeitplan, also meinen Uni-Zeitplan. Und ja, den habe ich richtig hässlich dekoriert, also da oben mit den Punkten. Aber wie gesagt, egal, ist gut, weil das habe ich dann immer dabei. Dann habe ich hier das für die Uni, was euch natürlich am meisten interessiert. By the way, habe ich für den Stift jetzt keine Hülle. Es gibt Hüllen. Ich kann euch die in der Infobox verlinken. Ich persönlich komme ganz gut klar, nur so mit dem Stift zu schreiben. Aber ich weiß, dass viele eher so eine Hülle brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Und ich habe da erstes Semester, zweites Semester, habe da aber jetzt nicht alle meine Sachen drin, weil wie gesagt, ich das iPad nicht so lange habe. Aber wie ihr hier seht, hier unten ist das von der Cloud. Und da sind alle meine Dokumenten drauf. Also wie ihr seht, alles, was ich geschrieben habe, ist automatisch drauf. Und ihr könnt das dann einfach hier, also das hier zum Beispiel, dieses Dokument habe ich einfach auf GoodNotes exportiert. Ihr könnt da einfach schreiben in GoodNotes öffnen. Ich bin gerade dabei, das zu lesen. Und wie ihr seht, markiere ich das dann einfach so. Und ich finde das halt mega praktisch. Also ich schreibe keine langen Sachen drauf, aber ich lese halt hier alle meine Dokumente. Und ich kann auch einfach so kleine Notizen oder kleine Sachen dazu markieren. Also ich habe jetzt noch nicht so viel drauf geschrieben, aber ich werde in meinen Arbeitsgruppen auf meinem iPad arbeiten, anstatt auf der Hand zu schreiben. Ich werde in Arbeitsgruppen halt dann das iPad benutzen und ich habe auch schon in einer Vorlesung für das zweite Semester den Kurs geschickt bekommen von einem anderen Mädchen von Jahren davor und ich werde mich dann einfach in die Vorlesung setzen und dann noch ein paar Sachen dazu notieren, aber ich muss ja jetzt nicht mehr den großen Text schreiben. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und ich kann euch jetzt einfach zeigen, was ich da so mache. So. Also, ihr könnt da einfach so ganz gut ranzoomen. Und was ich halt beim iPad ein relativ großes Vorteil finde, ist, dass es zwar digital ist, das heißt papiersparend, aber ich kann hier drauf besser lesen als jetzt auf einem Laptop, weil ich kann einfach mich nicht konzentrieren und auf einem Laptop lesen. Und ja, ihr könnt da hier einfach Sachen markieren. Was ich gut finde, dass es das automatisch gerader macht, damit es sauber ist. Wenn ihr nicht zufrieden seid, könnt ihr das auswischen.
Ja, wie ihr seht, habe ich hier Sachen einfach so unterstrichen mit Pfeilen. Wenn man hier oben ganz links klickt, kann man auch so ranzoomen zum Beispiel und wenn man da etwas dahin schreiben möchte, das machen. Also ich habe jetzt hier, ja, aber das mache ich persönlich nicht. Ich zoome einfach viel lieber rein. Da gibt es die verschiedenen Stiftarten, Dicken, wie dick man gerne den Stift haben möchte. Und ich schreibe am liebsten, das habe ich erst vor kurzem rausgefunden, aber ich schreibe am liebsten mit diesem Pinselstift anstatt mit dem Füllfederhalter. Ich finde, das sieht viel schöner aus, keine Ahnung, ja. Also dafür benutze ich hauptsächlich GoodNotes, um meine Sachen zu lesen. Und ich weiß, dass viele daran interessiert sind, ob ich Zusammenfassungen mache und nein, mache ich ehrlich gesagt nicht. Ich mache keine Zusammenfassungen, aber ihr könnt theoretisch hier sehr, sehr gut Zusammenfassungen machen. Sehr schöne. Also falls ihr an Zusammenfassungen interessiert seid, schaut euch gerne die Videos von Just Say Eleanor an. Sie macht halt sehr, sehr schöne Zusammenfassungen, aber ich persönlich mache das eher nicht. Ihr könnt auch seit kurzem Splitscreen bei GoodNotes machen. Das heißt, das hält euch jetzt nicht davon ab, zwei Seiten gleichzeitig zu machen und dann zum Beispiel eure Zusammenfassung zu schreiben. Ich habe euch auf Instagram gefragt, mir Fragen zum iPad zu stellen und die werde ich jetzt noch beantworten. Also das erste wurde gefragt, welches Programm ich benutze, um Notizen zu schreiben, GoodNotes. Übrigens habe ich GoodNotes auch mit iCloud verbunden, das heißt, ich habe alles auch auf meinem iCloud. Ob ich das sinnvoller finde als PC? Es hängt von einem Studium ab. Ich muss ehrlich sagen, für die, die in Deutschland studieren und sehr, sehr viele Folien bekommen von ihren Profs und mit der Hand mitschreiben können, würde ich ehrlich gesagt sagen, ist ein iPad mit mehr Gigabytes praktisch und ihr braucht nicht unbedingt ein MacBook. Aber wie schon am Anfang erklärt, ich kann nicht auf mein MacBook verzichten und deshalb, ja, ich benutze es für verschiedene Sachen. Was sind die Vorteile, mit dem iPad zu schreiben und nicht auf dem Papier, außer jetzt Papier sparen? Ehrlich gesagt, für mich einfach, dass ich es überall mitnehmen kann und dass ich nicht so tausende fliegende Blätter mit mir rumschleppen muss und dass man es immer wieder abwischen kann und ja, eben das. Lernst du noch mit Papier oder machst du jetzt alles digital? Muss ich jetzt ehrlich schauen, aber bis jetzt, ich habe jetzt angefangen, ein Dokument zu lesen, was eine Prof uns geschickt hat, was ich jetzt lesen muss. Und ich muss ehrlich sagen, ich lese total gut davon ab. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, um mich ganz vom Papier wegzubringen. Aber momentan, ja, würde ich schon sagen, dass ich davon lernen kann. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt Papier, theoretisch, aber mal schauen, wie jetzt meine Meinung sich so entwickelt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein Mensch, der sehr, sehr schnell abgelenkt ist vom Handy, weil ich einfach dieses, keine Ahnung, dieses auf dem Handy spielen einfach super gerne mag. Und da ich das iPad wirklich nur von der Uni benutze und kein Facebook, kein Instagram, gar nichts drauf habe und trotzdem diese Sensation habe von mit dem Stift schreiben und das iPad benutzen, keine Ahnung, bin ich irgendwie viel konzentrierter. Das klingt total weird und auch ein bisschen traurig, dass ich so obsessed bin mit meinem Handy, so süchtig nach Handy. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, dass ich so viel konzentrierter lerne, ist total komisch. Findest du das 12.9 Zoll zu unhandlich? Ich habe das 10.5 oder 10.2, ich weiß nicht, halt das kleinere, die kleinere Version, deshalb kann ich nicht sagen, wie die größere Version, also wie die sich so schlägt. Braucht man das wirklich? Hängt davon ab. Ihr könnt auf jeden Fall das iPad nur für die Uni benutzen und kein Laptop. Ich brauche es eigentlich nicht wirklich, aber ich benutze es, seitdem ich es habe, habe ich es jetzt täglich benutzt und ja. Nächste Frage, würde das iPad 2019 auch für die Uni reichen? Also das ist ja das, was ich habe. Ja, wie gesagt, hängt ja vom Studiengang ab, wie das System so bei euch ist. Ich würde sagen generell ja, aber mit mehr Speicherplatz und wenn ihr euch noch die Tastatur dazu kauft. Ich kann euch mal eine in die Infobox verlinken, würde jetzt nicht die von Apple kaufen, weil die ist sehr, sehr teuer und ich glaube Logitech hat bessere sogar. Welche Programme nutzt du drauf? GoodNotes, also wie gesagt, ich habe mich für GoodNotes entschieden und ja, bin sehr, sehr zufrieden damit. Kostet auch nur 9 Euro, also es ist wesentlich günstiger, als würde man jetzt ein Office-Package kaufen. Für was nutzt du ihn alles? Also das iPad nutze ich, wie gesagt, was ich euch jetzt gezeigt habe, für Sachen, um Sachen für die Uni zu lesen, um meine Planung zu machen, sehr, sehr wichtig, um Thumbnails zu machen. Also ich werde es halt auch sehr, sehr viel für YouTube benutzen und für Netflix unterwegs, aber ich benutze es wirklich eigentlich mehr für Uni und YouTube. Viele haben gefragt, ob ich nach dem Preis, ich habe euch den Preis ja schon genannt, also für mich lohnt sich der Preis wirklich und falls ihr mit mehr Gigabyte euch das holt, dann ist es natürlich teurer, aber ich würde trotzdem sagen, dass es günstiger ist als ein MacBook. Also ich bin mir sicher, dass es günstiger ist. Wie lange hält der Akku?
Also der Akku hält eigentlich ganz gut, wenn ich Sachen auf GoodNotes arbeite. Natürlich, wenn ich Netflix oder so schaue, dann geht der Akku relativ schnell leer. Aber was mich sehr, sehr, sehr stört, ist, dass es super lange braucht, um aufzuladen, was ich sehr, sehr weird finde. Also der Stift, der lädt schnell auf, aber das iPad braucht super lange, um aufzuladen. Denkst du, das herkömmliche iPad ist besser für die Schule, Uni als das Pro? Klar ist das Pro besser, aber außer ihr seid jetzt Grafikdesigner oder in einem Artstudium, braucht ihr wirklich kein Pro. Machst du jetzt für jede Woche eine neue Übersicht oder wie organisierst du deine Woche? Ich mache mir To-Do-Listen noch immer in meinem Kalender und schreibe dann meine Hausaufgaben auf, aber ich bin nicht der krasse Organisationsfreak. Deshalb werde ich manche Sachen auf meinem iPad aufschreiben, wie zum Beispiel Videoideen oder vielleicht manchmal To-Do-List, Erinnerungen und so, aber jetzt, ich werde mich nicht zu krass organisieren. Viele haben gefragt, ob es sich lohnt für das Geld. Also momentan bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden und ich finde, das war ein gut investiertes Geld. Und ja, bin sehr, sehr zufrieden mit dem Kauf und bereue es nicht. Und ich würde sagen, das haben mir auch manche geschrieben, Leute, falls ihr euch nicht sicher seid, kauft euch vielleicht eins. Und ihr bekommt, glaube ich, iPads sehr, sehr schnell wieder verkauft. Also ich habe mir auch gedacht, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es immer wieder verkaufen. Hätte das iPad sich auch für die Oberstufe gelohnt? Ehrlich gesagt, für mich jetzt nicht, weil bei uns in Luxemburg, ich komme ja ursprünglich aus Luxemburg, bekommen wir halt alles, was wir lernen müssen, in Büchern oder wir haben so verschiedene Sachen und also verschiedene Hefte oder so von der Schule bekommen. Schreib mir keine Zusammenfassung, ich lerne immer alles und deshalb habe ich jetzt kein iPad gebraucht. Was würdest du als Zubehör empfehlen? Auf jeden Fall den Apple Pencil, den Original. Dann eine Hülle. Falls ihr keinen Laptop habt, dann würde ich auf jeden Fall eine Tastatur empfehlen und auch eine Hülle für den Stift. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall also so eine Hülle, damit man den auch nicht verliert. Falls ihr andere Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall wieder mal ein Video darüber machen oder in Vlogs drüber sprechen. Und ja, dann hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Video.